Vom Campingplatz Eden in Dormeletto am südlichen Ende des Lago Maggiore sind wir dann in das kleine Städtchen Arona gefahren und haben dort gemeinsam mit Marion und Stefan aus Nordhessen, die wir an dieser Stelle ganz, ganz herzlich grüßen, den Wochenmarkt besucht. Dort ist uns ein Verkäufer aufgefallen, der ein kleines Nähmaschinchen angeboten hat und das wirklich so schön angepriesen hat, dass wir nicht widerstehen konnten und haben dieses Nähmaschinchen gekauft. Im nachfolgenden Video könnt ihr dann sehen, wie die Maschine funktioniert. Viel Spaß! Die Garnrolle wird jetzt eingesetzt. Okay. Es passen auch die kleinen Maschinenspulen, den Faden durch das Loch des Abstandshalters und um die kleine Spule führen. Jetzt die beiliegende Einführhilfe in die Nadelöse stecken. Man kann übrigens alle handelsüblichen Nähnadeln benutzen. Jetzt sind wir nervös. Ist fürs Fernsehen. Okay. Und den Faden durchführen. Die Einführhilfe wieder aus der Öse ziehen und den Faden straff ziehen. Fertig und einsatzbereit. Genäht werden kann doppelt oder vierfach gelegter Stoff und sogar schweres Material wie Jeansstoff.